Und herzlich willkommen bei einem weiteren Spiel, beziehungsweise bei einem Projekt, was ich schon länger habe, aber ich habe Lust weiterzumachen, und zwar Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja. Wir haben beim letzten Mal aufgehört. Falsch. Da muss ich laden. Sorry. Ja, ja, das müssen wir jetzt alles... Spiel laden. So. Ich muss mich erstmal wieder in das Spiel reinfinden. Aber ich habe so richtig Lust, mal wieder Gothic 2 die Nacht des Raben zu spielen. Okay, hier wollte ich auf Stärke gehen. Ja, beim letzten Mal, soweit ich weiß, Greg begutachtet. Ich muss hier mal die Einstellung ein bisschen runterdrehen. So, so sieht das für mich doch ganz gut aus. Ich glaube, ich bin hier in der Taverne. Gibt es hier auch ein Tagebuch? Bosspass Bogen, Banditenüberfälle Joe. Aufnahme bei der Miliz. Lucia, Promos goldene Schale, Information Vergabe. Das Portal, Teleportsteine, die Vermissten. Okay. Ups. Muss mich erstmal wieder in die Steuerung ein bisschen reinfinden, aber Gothic 2, die Nacht des Raben, Leute, ist und bleibt einfach das geilste. Und das schönste Spiel in meinen Augen. Egal mal auf die schlechte Grafik. Sagt klar. Wir haben gut Kohle. Alte Münze, die behalte ich mal. Apfeltabak. Wertvolle Innos-Statue. Schutz vor Magie. Dauert noch ein bisschen. Irgendwie gefällt mir die Grafik nicht. Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Mit dir rechne ich noch ab. Verlass dich drauf. Ja, beim letzten Mal haben wir dem ja ein bisschen die Suppe gespuckt mit seinen Eskapaden und seinen Betrügereien. Ich würde gerne mal gucken. Der Mann mit der Augenklappe. Dessen Name mit einem D anfängt. Ich will mich mal in die Quest reinlesen. Der seltsame Kerl mit der Augenklappe will in die Hafenstadt. Ich soll für ihn einen Weg finden, um an den Stadtwachen vorbeizukommen. Haben wir gemacht. Ich habe ihm Bauernkleidung gegeben. Damit kann er an den Stadtwachen vorbei. Der Mann mit der Augenklappe sucht jemanden, dessen Name mit einem D anfängt. Ich habe dem Mann mit der Augenklappe Gold angeboten, doch er wollte es nicht. Ich soll ihm zu einer Höhle folgen. Der Kerl will, dass ich in der Höhle nach einem seinem Kram suche. Er hat es vergraben und die Stelle mit einem Kreuz markiert. Dazu gab er mir eine Hacke. Es gibt noch mehr Stellen, an denen er etwas vergraben hat. Erstens, auf der kleinen Insel im See mit den zwei Wasserfällen. Zweitens, oben auf dem Weidenplateau hinterm Bauernhof. Drei, neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Vier, in dem Talkessel unterhalb der Treppe von den Feldern des Bauern, zu denen das...
zu denen des Großbauern. Ich soll ihm den vergrabenen Graben beschaffen. Er wartet auf mich an der Kreuzung zwischen den Feldern. So, das könnten wir eigentlich annehmen, soweit ich das mitbekommen habe. Einstellungen. Es ist irgendwie blöd, dass Mäuse mit DPI-Messer. Wir müssen zum Weidenplateau. Ich möchte aber natürlich auch vieles aufnehmen. Das wird sozusagen unser erster Besuch auf dem Weidenplateau, beziehungsweise auf dem Dingsbums. Vor dem Weidenplateau ist der Platz vor dem Weg zur Sträflingskolonie. Da müssen wir auch später hin. Aber ich möchte gerne das schon mal berücksichtigt haben. Und da mir der Einfall wahrscheinlich in ein paar Minuten wieder... Naja, bevor ich den vergesse, schreibe ich den mir auf. Das ist Video Nummer 16. Auf dem Weidenplateau. Gut, ich hoffe, dass ich es schaffe. Speichern. Hier muss man ja immer speichern, weil in diesem Spiel tötet dich alles. Ich glaube, die Keile sind relativ stark. Das ging. Geiler Fell. Ah ja, stimmt, wir sind ja Jäger. Gut, dann speichere ich hier aber auch gleich ab. Ach ja, Gothic 2, die Nacht des Raben. Es ist... Ich kann es nicht sagen. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Ich habe vergessen, wie viel Spaß dieses Spiel macht. Wie schön das Spiel ist. Es ist einfach wunderschön. Ich bin froh, dass wir uns noch ein bisschen ausgerüstet haben mit... Kann man noch nichts machen. Das behalte ich mal. Von allem so ein bisschen würde ich gerne behalten. Zwei Fische, einen ganzen Laib Brot, ist ja logisch, ne? Erstmal noch ein bisschen Schinken. Das Gemüse dürfen wir natürlich nicht vergessen. Heilwurzel, Heilkraut. So, am Anfang brauchen wir das noch. Na komm. So. Da essen wir noch mal ein paar Pilze. Die geben ganz gut. Ich kenne die Geheimnisse von den anderen Pilzen. Macht euch da mal keine Gedanken. Also ich kenne hier wirklich noch ziemlich viele Geheimnisse, deswegen entspannt euch da mal. Da finde ich gut, dass das noch getroffen hat. Ja, Magie ist am Anfang stark, später schwierig, finde ich. Aber kann auch sehr, sehr mächtig sein.
Na komm. Jo, das hat doch gut gesessen. Kronstöckel, Weidenbeere. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, Feldknöterich verstehe ich. Aber was man mit der Weidenbeere machen kann, weiß ich nicht. Wenn ich anfangen sollte, hier in Gothic 2, die Nacht des Raben, diese ganzen Sachen zu essen, dann werde ich einen einzigen Cheat benutzen. Und zwar folgendes, ich sag's euch. Wenn man einige Äpfel isst, kriegt man Stärke. Deswegen hebe ich mir die Sachen bis zum Schluss auf. Wenn man 50 von diesen Dingern auf einmal frisst, dann kriegt man plus 5 Mana, und zwar dauerhaft Werte. Das bedeutet, die bleiben gestiegen. Bis zu einem gewissen Punkt bezahlt man für einen Lernpunkt 1 Stärke. Wenn man 50 Stärke erreicht hat, muss man schon 2 oder mehr Lernpunkte eingeben für einen Punkt Stärke. Deswegen nehme ich am Anfang, solange ich für einen Lernpunkt einen Punkt auf ein Attribut bekomme, werde ich das mitnehmen. Und später dann, wenn es halt wirklich teuer ist, werde ich die ganzen Bonis nehmen. Das bedeutet, hier sowas zum Beispiel, Goblinbeere und so ein Kram. Da werde ich rausholen, was geht, damit ich das Spiel auch einfach gut genießen kann. Deswegen ist es auch ganz ratsam, weil nach jedem Kapitel gibt es so einen gewissen Respawn an Monstern. Und ich möchte hier so viel wie möglich im ersten Kapitel erkunden, bevor ich jetzt irgendwas anfange. Deswegen... Oha. So, ich muss hier aber noch weiter. So, trinke ich mal ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier. Und ein Wacholder. So, ich weiß, es ist jetzt nervig, aber das gehört nun mal zum Spiel dazu. Schwarzes Erz. Ich glaube, schwarzes Erz, weiß ich nicht, das behalte ich mal lieber. Das, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Boah, das ist schon so Spiel, das ist schon so lange her. Bipapo. Rohes Fleisch, lecker. Du kannst auch an der Dingsbums an der Pfanne braten. Das ist leider nur ein bisschen schwer gemacht, weil man immer die Pfanne anklicken muss. Dann gibt es anstatt 6 Lebensenergie Bonus 12. Okay, nehme ich nochmal einen Feuerball. Der Lurker eben war mir nämlich doch ein bisschen zu krass. Ja, der Feuerball macht halt natürlich gut Schaden, aber dafür sind die auch relativ teuer. Deswegen möchte ich ganz gerne eigentlich nur benutzen, um den einen oder anderen wegzulocken oder am Anfang. Aber ich gehe trotzdem versuchen, sparsam umzugehen. Man kann sich natürlich, kann ich auch immer, wenn meine HP so ein bisschen sinken, kann ich natürlich auch versuchen. Ups. Nee, die hat mich schon entdeckt. Ich würde gerne nochmal... Nee, Feuerkraut nicht. Heilkraut nehme ich mal 2 Stück. Und natürlich darf das Mana nicht fehlen. Ich will mal was probieren. Ich treffe wahrscheinlich so gut wie gar nicht. Nein, nicht wirklich. Wir können natürlich auch Lernpunkte investieren, indem wir hier anfangen und Sachen in Jagdfähigkeiten
abbauen, investieren, dann können wir von den Dingern natürlich auch Trophäen einsammeln. Das ist jetzt die Frage, ob wir das machen wollen hier. Da ist noch so einer. Obwohl, nee, ich will jetzt erstmal hier an dieses hier rein. Vorher möchte ich mich aber noch mit einem Monster hier prügeln. Ich will wirklich versuchen, hier die Monster abzufarmen, um XP und alles zu bekommen, damit ich es dann später einfacher habe. Weißt du was, ich probiere es einfach mal. Spiel speichern. Man darf die Bugs des Spiels einfach ignorieren. Muss bedenken, das Spiel ist uralt. So, ich werde jetzt aber nichts nehmen. Ich möchte aber auch nicht zu weit. Ich gehe jetzt erstmal in eins von diesen Hütten. Ich glaube, die Bauern sind da relativ entspannt. Aber vorher möchte ich mal mit den Leuten sprechen und gucken, was sie so zu sagen haben. Weil wenn du dich nämlich hinlegst bis zum nächsten Morgen, bist du nämlich auch ausgeruht, ohne Ressourcen zu verschwenden. Seit die Barriere um die Strafkolonie weg ist, haben wir ständig Ärger mit Banditen. Ist das wirklich wahr? Arme Kerle. Hier draußen ist es in letzter Zeit immer gefährlicher geworden. Und die Feldräuber werden zu einer echten Plage. Feldräuber, da können wir doch bestimmt auch was machen. Ich rieche da die ein oder andere Quest. Bisher konnten wir uns die Orks immer vom Hals halten, aber in letzter Zeit werden es immer mehr. Oh je. Du hast auch schon was zu sagen. Alles klar? Noch ein Tag in Ups. Weiß wohin? Kein Problem. Entschuldigung. Red mal mit unserem Bauern Benga. Wo finde ich den Pass ins alte Minental? In der Nähe der beiden Wasserfälle. Auf der anderen Seite des Weidenplateaus. Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen. Erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Gut, dem Pass darf man nicht zu nahe kommen. Das passt aber. Also ich weiß ja schon ungefähr, was uns so ein bisschen erwartet. Die sind aber relativ friedlich. Das bedeutet, ich glaube, ich habe jetzt... Ich glaube, wir können uns den ganzen Kram hier sparen. Also was heißt, ich glaube, ich weiß eigentlich. Die haben jetzt bis auf... finde ich eigentlich ganz gut. Die Füll-NPCs haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Aber sind jetzt Story-unrelevant. Also die bringen gar nichts. Und dementsprechend werde ich jetzt nicht mit allen sprechen, aber so ein paar, weil die haben ja schon so ein bisschen was zu erzählen. Die mit Namen natürlich, die haben was zu sagen. Die anderen sagen immer so Kleinigkeiten. Du bist der Bauer hier? Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Wovon lebt ihr? Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die Onam mir aufhalst, beschäftigen. Die wenigsten sind gute Jäger, verstehst du? Du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Ona nicht gebrauchen kann, wirft er von seinem Hof. Er schickt sie dann zu mir. Ich ernähre sie und sie arbeiten hier für mich. Klingt fair. So, ich werde jetzt hier speichern. Und einen Schnittibus machen. Bis dann.